So, herzlich willkommen zurück zu einem kleinen Special. Und zwar geht es heute um dieses gute Stück. Ja? Mein ältester Retro-Laptop. Es ist von der Firma Toshiba. Und das Ganze ist ein gutes Satellite. Fokussiere, ist so dunkel. Satellite 210 CS. Da ist ein Pentium 120 MHz drin. Der kann, glaube ich, sogar MMX. Und ja, wie gesagt, Pentium 120 MHz, der ist sogar runtertaktbar auf 60 MHz, ist in einem sehr schlechten Zustand, allerdings muss ich dazu sagen, den habe ich bereits so bekommen und habe ihn bis heute versucht relativ gut zu erhalten, was bisher auch gut geklappt hat. So, mal gucken hier. Unten hat einen schönen Multimedia-Inhalt, ne? Also Lautstärke, Kopfhörer und der Grill für den Lautsprecher hinter steckt. Unten sieht es noch waffer aus. Ha? Hier ist mal das schöne Typenschild. Easy. Da ist normalerweise eine Abdeckung drüber. Das ist der gute Akku, der tatsächlich sogar bis heute funktioniert. Was vielleicht dem geschuldet ist, dass das Ganze hier so ein etwas älteres Modell ist, die, naja, nicht so eine hohe Stromspeicherfähigkeit haben, aber dafür etwas länger halten. Darunter verbirgt sich denn die Festplatte. Das ist eine, jetzt muss ich lügen, vor allem muss ich die rausbekommen, was hier immer nicht ganz so einfach ist, ohne was abzubrechen. Da muss man ein bisschen wiggeln. Wobei ich auch glaube, dass dadurch auch irgendwann mal sowas abbricht. Aber gut, das ist was anderes. So. Das hier ist bereits eine von mir nachgerüstete Festplatte. Mit 60 GB, glaube ich. Ah, nee, halt. 12 GB. Genau, ich glaube, der unterstützt... Also hier war... Als ich den bekommen hatte, war hier, glaube ich, eine 20 GB Festplatte drin. Die hat aber irgendwann... glaubt den Geist aufgegeben, also nicht den Geist aufgegeben, hat aber ein paar defekte Sektoren und dementsprechend habe ich mich dann dazu entschieden, hier eine andere Festplatte reinzunehmen. Jetzt muss ich erstmal gucken, wie ich die Festplatte hier wieder reinbekomme. Mit einer Hand ist das relativ schwierig. Nee, komm, Grinner. Ich sollte vielleicht lieber auf die Festplatte gucken, schaut auf mein Handy-Display. So, jetzt. Und jetzt schön reinschieben. So. Ja, wie gesagt, die Festplatte wird gehalten von der Batterie. Die Batterie ist hier übrigens spring-loaded, wie man so schön sagt. So, die Kontakte. Hast du einmal dort Kontakte und dann dort Kontakte. Relativ witzige Bauform. So. Das ist dann wieder eingehangen. Hier hinter verbirgt sich ein... da kommt normalerweise die Speicherweiterung rein. Das Ding hat onboard 16 MB und ich glaube, die größten Module, die damit jemals verkauft wurden, waren 32 GB Module, 32 MB Module. Sprich, also das Ding war auf dem Markt mit maximal 48 MB. Und ja, das war's denke ich mit der Rückseite. Diese witzige Klappe, die zeige ich dann später. Und zwar haben wir erstmal auf der Rückseite, sehe ich jetzt ein bisschen Kopf über, ich drehe das gute Stück mal. So, die Peripherie, da haben wir einmal den guten VGA-Ausgang, der leider relativ limitiert ist, das komme ich dann später, denn den klassischen Drucker-Ausgang. Hier haben wir einmal den Docking-Anschluss. Ich habe leider keine Dockingstation dafür. Dann, ja, Netzeingang. Sprich, also das Ding hat kein externes Netzteil, sondern du gehst hier direkt mit 230 Volt rein. Finde ich persönlich nicht so schön, gerade weil das Ding in einem relativ waffen Zustand ist. Und das Ding auch nahezu keine Schrauben mehr hat. Sprich, also das Ding fällt relativ leicht auseinander. Denn damit Netzspannung reinzugehen, naja. Da hat er den kleinen Mikrolüfter. Und hier an der Seite hat er dann auch einmal einen kombinierten Maus- und Tastatur PS2-Anschluss. Du kannst also nur eins von beiden anstecken. Was natürlich relativ useless ist, weil, naja, seien wir mal ehrlich, du schließt ja in der Regel eh immer eine Maus an, sprich also, das Tastatursymbol hätten sie gleich weglassen können. So, dann auf der anderen Seite haben sie den Seriell-Anschluss, also komm,
Und das hier ist so ein proprietärer Docking- oder Erweiterungsstecker für, ich glaube, ein externes Diskettenlaufwerk. Hier ist der ganz... Fokussiere. Fokussiere. Ey, ey. Der ganz kleine Reset-Taster. Hier zwei PCMCI, was auch immer, Steckplätze, also PC-Card-Steckplätze, die scheinbar nicht mehr funktionieren, weil ich hatte mir für diesen Kasten damals extra eine USB-Erweiterungskarte und eine Netzwerkerweiterungskarte geholt, weil, naja, er das halt nicht hat. So, vielleicht hätte er irgendwas bei der Dockingstation gehabt, I don't know, aber wie gesagt, die habe ich nicht. Auf jeden Fall, ja, habe ich hier PC-Cards gekauft und die, ja, funktionieren aber scheinbar, also funktionieren beide nicht, die werden von Windows nicht erkannt. Dann haben wir hier einmal Audio in, einmal Audio out, also links out, rechts in für Mikrofon, den guten Power-Taster. Ja, genau, Frontseite habe ich schon gezeigt. Und, achso, genau, hier auf der Seite, hier ist das große Fach, was leider auch schon ab Werk leer war. Also, wo ich es bekommen habe. Da kommt ein CD-ROM oder, glaube ich, Diskettenlaufwerk rein. Aber ich glaube, ja, genau, da gab es, glaube ich, beides für. Und genau für dieses Ding ist ja nämlich auch diese Klappe hier hinten. Und zwar hast du dieses wunderschöne System, dass du das Ding hier mit dem roten Schalter da sperren kannst. Und wenn du das Ding quasi offen hast, dann ziehst du das Ding hier nicht raus, sondern du betätigst diese Klappe und während du die Klappe quasi hochziehst, drückst du damit das Laufwerk raus. Eine sehr interessante Konstruktion, vor allem weil das Ding nur Plaste ist. Sprich, also du hast da drin einen kleinen Hebel. Ich kann ja mal kurz gucken, wenn ich das Ding jetzt hier mal aufsperre. So, ist das Ding offen. Du hörst auch schon richtig. Das ist Metallblech, was hier einmal quer rumgeht. Und hier mit der Klappe. Das ist schon so krantig alles. Ich glaube, den habe ich gerade gar nicht richtig entsperrt hier. Nochmal. Ach, ich habe keine Ahnung. Muss doch so sein. Ne, so ist gesperrt. Genau, so ist gesperrt. Also siehst du, das Ding funktioniert nicht mal mehr. Auf jeden Fall kannst du diese Klappe hier aufnehmen. Und das Ding hat quasi eine L-Form. Geht also hier einmal quer rüber und ein bisschen runter. Und wenn du das Ding halt quasi hochhebst, wird dabei der untere Stift vorgeschoben und schiebt damit das Laufwerk dann raus. So ist die Konstruktion quasi gebaut. Und du hast hier vorne noch eine kleine Nase, die in so ein Stahlblech einhakt, was du halt hier hinten mitsteuerst. Ja, wie gesagt, wahnwitzige Konstruktion. Ich glaube, man kann hier ein bisschen was erkennen, aber die Kamera ist leider nicht stark genug dafür. Naja,